Langsam wird der Platz etwas enger. Ich glaube, wir haben jetzt auch genug Schienen, oder? Ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich wegwerfen könnte. Ah, wir könnten die Pfeile wegwerfen. Komm, wir werfen die Pfeile weg. So wenig, wie wir mit Bogen kämpfen, nützen uns die eh nicht. So, da gehen wir gleich runter. Vielleicht gibt es da ja noch die Diamanten, die wir so sehnlichst suchen. Ich habe das Gefühl, die Musikstücke wiederholen sich sehr, sehr oft. Schade, hier gibt es gar nichts. Wieder eine Enttäuschung, so ein bisschen. Aber okay, dann gehen wir hier wieder hoch. Gab es noch irgendwas, was wir nicht erforscht hatten? Yes, und zwar diesen Gang. Wow, gut, dass wir ihn jetzt endlich erforscht haben. Also. Ich buddel mich mal hier durch. Genau. Dann sind wir hier. Komm, scheiß drauf. Vielleicht übertreibe ich es gerade auch. Vielleicht wird uns das auch alles kosten, was wir haben. Das kann sogar sehr gut sein. Wenn nämlich ein Skelett kommt beispielsweise, dann sind wir jetzt tot. Besonders wenn es uns da runterschießt. Übertreibe ich vielleicht gerade wirklich? Was ist da unten überhaupt? Ist das die Schlucht, wo wir vorhin schon drauf blicken konnten? Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch egal. Da ist schon ein Skelett gewesen. Vielleicht habt ihr es kurz gesehen. Ich verpiss mich. Das war jetzt bestimmt nicht die tollste Höhlentour, die wir erlebt haben zusammen. Wahrscheinlich auch nicht die tollste, die ihr erlebt habt, falls ihr auch mal Minecraft gespielt habt. So, links ist hier Ausgang. Runne ist Ausgang. Gehen wir doch mal runne. Rechts ist Ausgang. Dann gehen wir doch mal rechts. Gut, dass wir das ausgeschildert haben. Also danke an der Stelle nochmal an den Lieblingssub Konrad, der mich da auf eine tolle Idee gebracht hat. Mit den Schildern. Das ist super praktisch. Ich dachte schon, da wäre was nicht ausgeleuchtet. Nein, wir lassen es jetzt mal gut sein. Wir lassen die Höhle mal Höhle sein. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier alles zu erforschen, aber tja. So richtig toll war es ja nun nicht. Ich meine, wir haben jetzt vielleicht noch nicht wirklich alles erforscht, weil die Höhle extrem in die Länge geht. Wer weiß, vielleicht gehen wir da nochmal rein, aber fürs Erste denke ich mal, genügt das. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben und auch du, liebe Kerstin, kannst mir Bescheid sagen, ob du denn da jetzt zufrieden mit bist. Also ich bin's auf jeden Fall. Mir reicht es jetzt vollkommen. Und wir bringen jetzt erstmal unser Zeug zurück und schmeißen die schöne Playlist an. Denn die hier ist so mega düster. Und das will ich nicht. Oh, schön. Hört sich auch ein bisschen nach einer Höhlen-Playlist an, ehrlich gesagt. Aber ist es nicht. Es ist Brandon. Er ist wieder da. Er ist wieder in der Stadt. Und darüber freue ich mich sehr. Ich mache mal kurz die anderen Shader rein, die ich auch sehr mag, die man aber leider in der Höhle nicht verwenden kann, weil sie einfach viel dunkler sind. Im Dunkeln. Aber ich mag das Wasser hier mehr. Es sieht natürlicher aus. Hier ist Lehm. Falls wir mal Lehm brauchen, können wir uns hier welche machen. Wie findet ihr das eigentlich, dass ich diese Stadt hier im Kreativmodus baue? Ist das okay für euch? Weil der Lom Dom Silver war das, glaube ich, damals, als der hier zu Gast war, da hat er ja schon so ein bisschen hämisch beinahe reagiert darauf, dass wir das hier tatsächlich. Das war clever.
im Kreativmodus bauen. Ich meine, an sich ist es mir egal, was der denkt, ey. Ich meine, der ist ein Gronkh-Nachmacher, ja. Nee, aber könnt ihr mir ja mal sagen. Ich meine, jetzt wäre es eh zu spät, um dann noch was Grundlegendes zu ändern. Wir haben die jetzt halt im Kreativmodus gebaut. Ich fand das eigentlich an sich ganz okay. Sonst machen wir nie was im Kreativmodus. Und wenn wir hier die Abonnentenstadt bauen im Kreativmodus, finde ich das eigentlich in Ordnung. Denn die Leute haben nun mal ihre Wünsche. Und wenn sich jemand was wünscht, dann soll er das eben auch so bekommen, wie er es wünscht. Und dann möchte ich keine Kompromisse eingehen. Von daher finde ich das persönlich in Ordnung. Würde aber trotzdem gerne wissen, ob ihr das auch so in Ordnung findet. Oder ob ihr euch eher denkt, ey Fritte, das ist Cheaten. Warum hat mein Boot gerade gestockt? Naja. Fritte, das ist Cheaten oder so. Nur mal so gefragt, wie ihr das findet. Alter, ich frage halt echt viel in der Aufnahme, ne? Mir kommt es vor, als hätte ich euch 1000 Sachen gefragt. 1000 Themen eure Meinung gern gewusst. Und, 1000 Mal ist auch nichts passiert. Ja, wobei, das weiß ich jetzt nicht. Ob ihr darauf antwortet, das kann ich ja jetzt noch gar nicht sagen. So, ich wäre jetzt auch dafür, dass wir an der Stelle gleich weitermachen unten mit der U-Bahn. Denn die könnten wir jetzt, denke ich doch, allmählich fertig legen. Seht ihr, wie dunkel es hier drin ist? Das meine ich nämlich mit dieser Shader-Mod. Mit diesem Shader-Pack vor allen Dingen. Boah, das ist extrem. Kennt sich da jemand von euch damit aus? Ich bin der Meinung, dadurch, dass es hier so dunkel aussieht, hat es nichts damit zu tun, ob hier schneller oder weniger schnell Monster spawnen. Stimmt das? Oder werde ich hier gleich von was Bösem überrascht? Aber ich bin der Meinung, dass die Shader Packs genauso sind wie Texture Packs. Nur weil etwas anders aussieht, heißt das nicht, dass es anders sich verhält. Jetzt rein vom Programmiertechnischen. So würde es zumindest für mich Logik machen und Sinn. So, hier sind 64 drin, hier jetzt auch, hier jetzt auch. Dann können wir ja hier mal den Kohlebedarf nachfüllen. Wenn wir Kohle brauchen, wissen wir, sie ist im Ofen. Dort, wo sie auch eigentlich am besten aufgehoben ist. Flop. So, dann haben wir Eisen. Eine Menge. Diamanten. Haben wir jetzt 8 Stück. Das ist ja echt nicht viel. Zap und zap. Alle Öfen sind jetzt hier am Brutzeln. Jeder macht hier irgendwas. So, dann Monsterzeug. Haben wir auch ein bisschen was. Nämlich hier zum Beispiel. Das war's auch schon. Seltenheiten. Da können wir das Buch reinpacken. Das Buch. Dann kommt das hier rein. Tja. Also in geschlossenen Räumen ist schon sehr dunkel. Hier unten muss noch irgendwas brutzeln, sonst sieht es scheiße aus. Was können wir in der Zwischenzeit mal machen? Kugelfisch essen, aber ich habe keinen Hunger. Schade, dann muss dieses Highlight noch warten. Kuchen wollte ich mir auch craften, aber wir haben keine Hühner. Ablage brauche ich gerade eigentlich nicht. Wir können ja mal runtergucken. In die Schienenstrecke, wie sieht's denn da aus? Ich war da jetzt schon lange nicht mehr aktiv. So, hier fehlt schon mal eine ganze Menge. Das mit dem hier hat ja jetzt nicht so gut geklappt, ne? Mit der Lampe, die ist einfach jetzt immer an, weil wir keinen Nachtsensor... Doch, wir haben jetzt einen Nachtsensor. Aber der müsste so angebracht sein... Ich mache mir wieder die anderen Shader rein, es ist hier wirklich extrem dunkel. Der müsste so angebracht sein, dass man... dass der auch am Tageslicht ist. Und das ist er nicht. Der ist ja hier unten unter Wasser und kann deshalb nicht wirklich fungieren, so wie er sollte. Das ist immer ein bisschen schade. Vielmehr, es ist gerade halt einfach blöd, aber ich wüsste jetzt auch spontan nicht, da müssten wir eine riesige Redstone-Leitung machen und den irgendwo oberirdisch hin machen. Vielleicht lassen wir es auch einfach so, wie es jetzt ist. Auch eine Idee, oder? So. Machen hier mal den Weg weiter. Wie viele mache ich denn da immer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube aber nicht, dass ich immer 6 Redstone-Dinger mache. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, ich mache meistens 3. Heißt also, ich mache hier mal 1, 2. 1, 2. Dann sind es hier noch 2. Dann
wären es jetzt wieder drei. Drei Beschleunigungen. Dann hier wieder ganz normales Zeug. Können von mir aus hier wieder drei hin. 1, 2, 3. Dann wieder normales Zeug. Unten ist auch eine Höhle. Ha. Naja, solange die uns nicht erwischen, passt ja. So, dann haben wir hier den Kack hier halt, ne? Ich wäre fast schon dafür, dass wir es hier einen anheben. Das ist eigentlich eine Idee. Oh, wo kommst du her? Ich fürchte fast hier irgendwo. Ich nehme euch mal diesen Steg hier. So. Okay, wir gucken mal, wie das Ganze hier funktioniert. 1, 2, 3, ja, dann passt. So, was ist das hier eigentlich für eine Station? Alter, dein Ernst? Wo kommst du denn jetzt her? Das müsste die Station sein am Stadteingang. Wenn ich mich nicht täusche. Dann ist das der Stadteingang. Dann geht's hier. Hier hat man auch gerade schon ein bisschen Wasser gesehen an der Decke. Dann ist hier das Meer. Und dann kommen wir gleich zur Station an der Monsterfalle, beziehungsweise am Tierewohlfühlpalast. Leicht zu erkennen daran, dass hier die Tür ist zur Monsterfalle und dass hier der Bruchstein ist und dass da Monster röcheln. Ja, die Monsterfalle, ich weiß nicht, ob die so perfekt ist momentan. Aber okay. So, dann 1. So. 1, 2, 3. Kann man hier Schwung holen. Und 1, 2. Nee, das machen wir hier noch nicht. Wir bauen hier gleich Schwung. Und zwar hier so. 1, 2, 3. Und dann wahrscheinlich hier nochmal 1, 2, 3. Und dann sind wir nämlich hier oben. Okay.